Mein Zimmer, der ist ganz als Blendlicht. Na, weißt du schon längst, wo es hingeht? Ja, zur Sternklippe. Ja, ganz genau. Bereits unser ältester Vorfahren haben uns von dort aus in die antiken Fernrohre die Sterne beobachtet. Geschichtsstunden sind ja schön und gut, aber wir sollten los. Ich möchte nicht länger auf Mama warten. Na ja, gut, gut. Ist die Mutti vielleicht ein Stern? In diesen kalten Gewässern lauert ein neues Hindernis auf uns. Welches denn? Na, halt doch mal. Ich gebe dir einen Tipp. Titanic. Alles klar, ist der Leviathan oder Cthulhu? Pff, ein Eisberg. Titanic? Die Titanic. Ich hab's. Eisberge. Eisbergsalat. Ja. Sehr richtig. Weißt du denn, wie man sie umgeht? Ich find's schon heraus. Da können wir ja in den See stechen. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Konzentrier dich jetzt, Aurora. Wir müssen uns auf unsere Sinne verlassen, um heil die Klippe zu erreichen. Meine Sinne ist Verlass. Na, dann ab ins Getümmel. Na, ich hoffe für dich echt sehr stark, dass du noch Nadel und Faden hast, weil danach würde ich ganz dringend brauchen. Fluff, fluff, Schub, Schubkraft, Schubkraft und runter und runter. Ich wusste es, dass ich einfach nur draufklicken muss. Nice. Oh. Ey, das war ja ein Arsch. Ich mit der Fuck. Fuck, hätte ich fast gesagt. Oh, warte. Oh. Ich glaube, ich muss mal. Ja, du hast genug Auswahl. Du kannst hier frei herum fuck pissen. Aber ich bin eine Dame. Ich klicke immer auf die falschen Wolken. Und die Eisberge, Mann. Runter. Ey, das ist ja hier. Da kommt aber auch alles hoch. Flug. Das kommt runter und das andere lasse ich mal. Sind wir schon da? Ja, es ist der Weg ist das Ziel. Oh shit. Wir werden getroffen. So leicht. Jetzt verpiss dich mal hier. Na, gerade so runter und weg. Was ist denn mit diesen blöden Wolken? Das ist aber auch ein bisschen... Schubkraft. Shit. Sind wir schon da? Ja, wir haben es geschafft. Land in Sicht! Ah, das muss die Klippe sein. Richtig, jetzt müssen wir nur noch ansetzen. Bald sehen wir endlich Mama wieder. Ruhig, Blut. Etwas muss ich noch gedulden müssen. Das Spiel wäre sonst viel zu kurz. Ich bin selbsternannter Meister der Geduld. Ach, deshalb kann ich das nicht so richtig glauben. Woran könnte das wohl liegen? Das ist niedlich. Sie waren am Ziel ihrer Reise angekommen. Die blauen und grünen Nordlichter tanzten wie in Auroras Träumen, während sie auf den eisigen Berg in der Ferne zusteuerten. Das ist schon schön. Aus sind alle Schlitten. So, ihr beiden. Jetzt, wo wir hier sind, müssen wir uns ein wenig in Acht nehmen. Das Gelände kann hier ziemlich gefährlich werden. Aber Papa, wir waren doch schon öfter hier. Trotz allem, in diesem breiten Graden weiß man nie, was geschehen kann. Ich werde mich kurz umschauen und einen Weg hinaufsuchen. Ich werde mich kurz. Miep. Er sagt, na gut. Na ja, bis gleich. Ist überhaupt nicht gefährlich, wenn der Vater da uns allein ist. Ach, da müssen wir uns wohl ein bisschen selber beschäftigen, Peter. Wir könnten eine Schneeballschlacht machen. Ja, und Peter ist der Schneeball. Oder eine Runde schwimmen? Klar, bei den Temperaturen. Ach, mit Mama haben wir doch immer Mama gespielt. Ah, wir switchen. Schön. Überblende. Da bist du ja. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schaut, uns könnten wir den alten Pfad entlang der Eichen nehmen. Dieb! An der Schaukel vorbei? Ja, ganz genau. Na, worauf warten wir denn noch? Auf geht's! Yes! Können wir uns mitnehmen? Vielleicht können wir später noch eine Runde drehen. Vielleicht. Können wir die Eier mitnehmen? Vorsicht, wenn du sie anfasst, werden sie von der Vogelmama verstoßen. Ach du meine Güte. Sollte ich sie lieber aus der Ferne betrachten? Ich habe mal gehört, dass das ein Irrglaube ist. Aber ich würde mich ehrlich gesagt nicht darauf verlassen wollen. Also dann, Aurora. Wir sind angekommen. Nach diesem Aufstieg erwartet uns das Ziel unserer Reise.
Ja. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich mach grad nichts. Da lang? Dieses Kunstwerk sieht ja mal richtig alt aus. So alt ist es gar nicht. Das haben wir hier gezeichnet, als du noch ein Baby warst. Ich habe dich natürlich nur getestet. Süß. Kann man da rein? Wow, das ist unser persönlicher Geheimgang. Sei vorsichtig, wo du im Dunkeln hintrittst, Aurora. Aber wir haben noch ein Feuerfeuer. Also ich wollte es jetzt nicht dem Kind geben, sondern die Feuerschale. Oh, cool. Oh, schau. Ein Geheimgang im Geheimgang. Wir konnten... Wie konnten wir den nur jedes Jahr übersehen? Du bist wahrlich eine begabte Höhlenforscherin. Aber mal vorbeischauen. Wie von Geisterhand haben sich die gegenseitig entfacht. Wie mysteriös. Und ich kann nicht richtig lesen. Ich lasse sie lieber liegen. Ieb. Nein, Peter. Wir sollten ihn nicht verärgern. Geschenke für den großen Wolf. Möchte der große Wolf gammeln? Okay. Uff, kann ich ihn Pet-Pet? Ich komme leider nicht an sein Kristallauge heran. Schau mal, Stalagmiten aus Eis. Aber nein, das sind doch Stalaktiten. Ich bin mir sicher, es war andersherum. Einigen wir uns auf Eiszapfen. Das ist super süß. Kann ich da die Linse hinpacken? Was kann ich damit machen? Seltsam. Was denn? Spür mal, sein Körper ist ganz warm. Du hast recht. Sehr verwunderlich. Wie elegant er sich im Stein windet. Wie ist er wohl hingekommen? Man weiß es nicht. Kann ich ja vielleicht. Nein. Willst du eine Socke? Yum Yum Sandwich? Das sind Wurzeln. Das muss ein großer Baum sein. Ja, seine Wurzeln haben sich bis hierher durchs Eis gebohrt. Okay. Kommen wir denn. Der verspielt uns den ganzen Weg, ja. Okay, also ich muss wahrscheinlich hier irgendwie was machen. Also die Frage, ob ich vorher raus muss. Ich würde ihm schon gerne eine Linse geben. Ach, habe ich dem Papa fast die Klippe runtergeschmissen? Kann das sein? Kann erstmal hier lang gehen. Sitzen? Eine Pause würde mir gut tun. Na komm, setzen wir uns eine Weile. Ach, schön. So einen schönen Ausblick hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Nicht wahr, Aurora? Oh, ich hätte es schön gefunden, wenn da noch so ein kleines Bild ist. Das hätte mir gefallen. Ich schieb dem Papa echt die Klippe runter, ne? Na komm, Aurora, pack mit an. Ah, nehmen wir jetzt die Bank mit. Ah, nee, jetzt. Mit Fingerspitzengefühl fliegt Aurora die bunten Friedensflaggen. Schön. Diesmal würden sie bestimmt bis nächsten Winter im Wind flattern. Cool. Wieder wie neu. Weißt du noch, was die Flaggen bedeuten? Sie sind schön bunt. Nicht nur das. Das sind Gebetsflaggen. Sie sind hier, um unsere Wünsche in Erfüllung zu bringen. War doch nicht alle Wünsche, oder? Ich glaube, die Mutter lebt nicht. Die lebt bestimmt nicht mehr. Wenn das schon so hier anfängt, dann in meinem Glück abzusehen. Ach, wir können auch mit Papi reden. Ja, deswegen auch wahrscheinlich Nordlicht. Die Mutti ist ein Nordlicht. Vielleicht kann ich in der Höhle was mit dem machen. Mit unserem kleinen Momfred da, dem kleinen Meerschweinchen Bitter. Erstmal dahin. Vielleicht kann der Vati uns dann hochhieven. Wir packen dann da mal eine Linse rein. Oder wir nehmen da was raus. Hast du das Kristallauge gesehen? Vielleicht können wir den Wolfskopf erreichen, wenn wir uns gegenseitig die Schultern klettern. Eine wunderbare Idee, meine kleine... Wir sollten vorher aber Peter um Erlaubnis fragen, du weißt ja, er hat Höhenangst. Na komm, Peter, ich bitte.
Das wird ein Spaß. Mief. Ich nehme das als ein Ja. Also auf geht's, Supi. Wie die Bremer Stadtmusikanten stapelten sich die drei, um den Kopf der Steinernen des Wolfes anzuschauen oder zu erkunden zu erreichen. Seine Zähne waren furchteinflößend, doch nicht furchteinflößend genug für Peter. Ach krass, wir kriegen die zweite Linse. Das Meerschwein stieß das glänzende Stück Glas mit Schwung aus dem Auge der Statue. Naja, dann zerbricht es nachher. Jetzt habe ich zwei Linsen. Das hat ja noch besser geklappt als gedacht. Schau mal, Aurora. Peter hat etwas in seinem Maul. Was hat er da? Schon wieder so eine Linse. Merkwürdig. Diese Linse gibt ein Leuchten von sich. Kann ich die kombinieren? Ich hätte gedacht, ich muss die da in den Wolf rein manövrieren. Kann ich die vielleicht vors Dings halten? Nein. Okay, schade. Ich dachte, die kann man fürs Feuer packen. Was brauche ich dir? So, Feuerschalen, eine Opfergabe. Die Wurzeln wird er wohl noch brauchen. Ich lasse lieber dran. Ja, wird der Baum definitiv brauchen. Was machen wir denn hier mit dem? Ich kann ihm auch keine Opfergabe geben, ne? Nee, nee, nee. Was, muss ich irgendwie das Licht brechen und da drauf oder so? Warum kann ich da dann nicht da die Linsen drin zum Beispiel reinpacken und dann irgendwie, keine Ahnung, Feuerstrahlen auf diesen Felsen? Ach, seltsam, das Ding ist immer noch warm. Spür mal, sein Körper ist ganz warm. Du hast recht. Sehr verwunderlich. Ja, wegen dem Licht da oben nicht. Warum kann ich da nicht? Kann ich die blaue? Ja, guck mal, da kommt noch Licht raus. Licht kann man brechen. Soll ich ihn anzünden? Nach Brandschutzbestimmung Paragraph 67 ist das nicht erlaubt. Ah, Quatsch, der lügt, der Paragraph. Oh Gott, ich bleib hier echt stecken, oder was? Eine Linse. Durch sie sieht die Welt gleich ganz anders aus. Ach! Okay. Aber warum habe ich die jetzt dann vor meiner Nase? Ich sehe jetzt keinen Unterschied, außer dass ich wieder vor dir wegschiebe. Oh! Ja, doch ein Unterschied. Das ist ja cool gemacht. Oh, den kann man ja hineindrücken. Oh, muss ich so eine Reihenfolge machen? Zack. Ah. Hast du das gesehen? Der andere Wolf spuckt Feuer. Er hat den großen Eisblock geschmolzen. Das kommt uns wirklich sehr gelegen. Ja, mit anderen Worten, das war definitiv der falsche Knopf. Und stell mir vor, da hätte jemand gestanden, der nicht aus Eis besteht. Wäre ein bisschen knusprig geendet. Das war ja jetzt echt cool. Ah, ich hätte gedacht, ich muss die Linsen irgendwo reinpacken, weil da von da oben ja Licht kommt und dass ich eine Lichtbrechung mache. Das ist zwar auch mega unrealistisch, dass dann halt das Licht, das gebrochen wird, in den Eisblock schmilzt, aber naja, das war mein Ursprungsgedanke. Nach diesem kleinen Hindernis sollten wir jetzt nächstes Mal im Wege stehen. Ah, wir sind unaufhaltsam. Papa, Papa! Du möchtest schaukeln, nicht? Oh ja! In Ordnung, aber sei vorsichtig. Das sieht mir sehr safe aus. Noch viel schöner, als von sternklaren Winternächten zu träumen. War sie vom Nahen zu sehen, von einer Schaukel über dem Meer. Es gab kaum einen Ort, an dem Aurora alle Sorgen so vergaß wie hier im endlosen Horizont zwischen Himmel und Meer. So süß. Das ist ein richtiges Familienspiel, also für kleine Kinder. Das ist schön. Also wenn ich Kinder hätte, ich würde das spielen lassen, ich wüsste... Alles safe. Blümchen pflücken.
Wollen wir mal eine mitnehmen? Oh, da freut sie sich. Aber nur ein paar ausreißen. Ja, ein paar mal. Das ist natürlich die Frage. Ist das Spiel schon bald zu Ende? Ah, ich bin jetzt mal risky und wir beenden das Spiel einfach an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin schon mit Press Play.